Und herzlich willkommen, das ist CypherPolex und heute mal wieder mit einem bewährten Podcast-Format. Ihr wisst, meine Passengers, wir kommen auf der MS Energy Judgment oder auch die Energy Judgment. Und ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, das U-Boot hat wieder Radar und somit müssen wir natürlich in See stechen. Die Brüder haben sich wieder vereint und heute startet natürlich wieder ein legendärer Podcast. Heute wird natürlich in jeglicher Form Shanks thematisiert, wir werden seinen Werdegang thematisieren, wir werden auch auf Film Red eingehen und diverse weitere Aspekte. Natürlich wird auch mal Uta thematisiert werden, natürlich frühere Szenarien, wie sie mit heute zusammenhängen. Seine Kräfte werden erklärt, wir werden hier ausführlich alles rund um Shanks durchgehen. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, die Brüder sind wie immer zu zweit und deswegen natürlich der Co-Kapitän, euer Führer, euer Großadmiral Makako. Danke dir für die herzliche Begrüßung, mein Chano. Ja, heute reden wir über Shanks. Wir haben bereits bei mir ein Video über Shanks gemacht, in kürzerer Form. Heute natürlich die Extended Version und es wird wie immer ein Film. Aber damit würde ich sagen, stell uns gleich die erste Frage. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem kompletten Werdegang ein. Deswegen würde ich das hier am liebsten chronologisch durchgehen und wir thematisieren mal gleich die Szenarien von Anfang an. Wir haben jetzt durch Film Red erfahren, dass Shanks natürlich durch einen gewissen Zufall auf das Schiff gekommen ist, weil bitte könnt ihr mir nicht erzählen, dass Shanks irgendwie mit einem Jahr sich entschlossen hat, in eine Truhe zu steigen, um mal dann von Watcher gefunden zu werden. Selbiges gilt natürlich nicht für Law, da haben wir gesehen, dass das natürlich im Prinzip Corazons alias Rosinantes Intention war und Law natürlich dann mitgespielt hat. Bei Shanks ist natürlich aber ein völlig anderes Szenario, weil er damals hier wirklich ein Jahr alt gewesen war. Und wir müssen dazu sagen, wir haben herausgefunden, Buggy und Shanks sind ziemlich im selben Alter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man Shanks adoptiert, dass man auch noch sagt, hey, lass mal noch Buggy aufs Schiff holen, da haben wir noch einen Schiffsjungen. Es passt irgendwie nicht ganz zusammen. Zum Beispiel bei Whitebeard kennen wir die Struktur, dass öfter mal jüngere Leute dazukommen. Ist natürlich in keinster Weise komisch angelehnt. Nee, so, dass er einfach seine Familie so ein bisschen aufbessern, deswegen ist es klar. Bei Goldwatcher weiß man natürlich auch, man will jetzt nicht unbedingt Kinder irgendeiner Gefahr aussetzen. Und ich glaube nicht, wenn man zum Beispiel Shanks schon hatte, dass man sich dann entschließt, irgendwie einige Jahre später Buggy hinzuzuholen. Aber andererseits kann man aber sagen, man hat halt irgendwie diesen Jungen aufgezogen, man hat ihn auf dem Schiff gehabt, seit er ein Jahr alt ist und somit ist natürlich klar, dass man irgendwann halt einen gleichaltrigen Freund da irgendwie hinzuziehen will. Andererseits gibt es eine gute Möglichkeit, wo ich schon mit Makanko privat drüber geredet hatte, dass vielleicht eben Buggy auch von Red Valley stammt. Das würde zumindest Sinn ergeben, denn erstens hat Rayleigh ja gesagt, wir hatten Kinder, als Plural in dem Fall, und ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Shanks irgendwie 3-4 war und dann zufällig Buggy, der ebenfalls 39 Jahre alt ist, sprich damals auch ähnlich alt war, dass er dann mit 4-5 dazu kam. Ich denke, wenn, dann muss man sie im selben Alter dazu geholt haben und es wird halt Sinn ergeben und ja, Shanks war wahrscheinlich eher indirekt, aber Buggy wird dann auch zumindest erklären, warum Garp das Ganze dann auch mit Ace gemacht hat, warum Roger vielleicht auch wusste, dass er das hat akzeptiert, weil er dann vielleicht sogar Buggys Mitnahme dann akzeptiert hat, wenn sie ihn gefunden haben, wovon ich mal ausgehe. Und sollte dann Shanks ein Celestial Dragon sein, wird es Sinn ergeben, wenn sie dann noch Buggy haben, der aller Wahrscheinlichkeit nach ein Design wird, wie wir denken. Und das wird eigentlich den Kreis hier schließen und es wäre eine perfekte Möglichkeit und für Buggy auch mehr Gewichtung schenken, weil viele reduzieren Buggy ja immer auf dieses Meme. Er ist ein lustiger Charakter. Ich sag euch, er ist viel mehr als das. Und ich glaube, Oda will uns das langsam auch zeigen. Und dass das jetzt parallel mit Film Red gezeigt wird, kann, glaube ich, auch kein Zufall sein. Ich hatte bereits ja schon ein ausführliches Video zu der Buggy-Thematik gemacht. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Makanko hat auch ein ähnliches Video gemacht, wo er nochmal erklärt, dass es vielleicht sogar mit Voxy Deppic zusammenhängt. Müsst ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall auch den Link in die Beschreibung packen. Aber gut, so oder so geht es ja heute um Shanks. Und ich wollte damit nur aussagen, dass man den ganzen God Valley-Vorfall mit diesem Charakter und mit Buggy in Verbindung bringen kann. Und natürlich haben wir es auch jetzt bestätigt bekommen. Wir wissen auch inzwischen, man kann Film Wett irgendwie kanonisch tatsächlich einordnen. Es ist nicht nur ein Filler-Arc oder eine kurze Filler-Episode mit einigen kanonischen Aspekten. Es sind wohl wirklich jetzt Gerüchte aufgekommen, dass es wahrscheinlich sogar eine Storyline ist, die man theoretisch nach Wano Kuni hätte abarbeiten können. Ist natürlich schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel Yamato betrachtet, wie das Ganze jetzt in den nächsten Kapiteln aufgelöst wird, aber deswegen werde ich dazu nichts sagen. Es geht natürlich heute um Shanks. Aber gut, so oder so, grundlegend hat es natürlich da seinen Werdegang begonnen. Und natürlich kennen wir jetzt keine wirklich prägnanten Sachen. Alles wurde mehr oder weniger vielleicht auch abgehandelt. Wir haben natürlich auch dann Oden gesehen und die ganzen Kämpfe. Nur ich finde, der erste wirklich interessante Aspekt von Shanks Werdegang ist tatsächlich der Clash zwischen Watcher und Whitebeard. Einfach aus dem Grund, dass man damals schon die erste Begegnung mit Blackbeard hatte. Und schon damals ist Buggy aufgefallen, dass irgendwas mit diesem Kerl nicht stimmt. Und Shanks hat das auch in irgendeiner Form gemerkt, aber witzigerweise ist es halt wirklich Buggy in erster Instanz aufgefallen und er sollte natürlich auch recht behalten. Wie ist denn dir der Vorfall in Erinnerung geblieben und was verbindest du damit?
Also hier sieht man auf jeden Fall schon mal, dass Buggy auf jeden Fall scharfsinnig genug war zu erkennen, dass Blackbeard auf jeden Fall nicht geschlafen hat. Und logischerweise haben sie wahrscheinlich auch geschlafen in der Zeit. Was man hier aber auch gesehen hat, ist, dass sie auch mitgekämpft haben, was ich ziemlich gut fand. Allerdings glaube ich nicht, dass es damals schon einen direkten Clash zwischen Blackbeard und den beiden gab. Deshalb würde mich auch interessieren, wie groß der Kräfteunterschied allgemein war. Allerdings glaube ich, dass es nicht nur eine Feststellung von Buggy war, wie es ein Kind tun würde, da wie auch Ace zum Beispiel hat eine Tage lang kämpfen konnte. Ich denke, dass es bei Blackbeard wirklich auch ein Hinweis war, dass er wirklich nicht schlafen muss, da wir Blackbeard auch noch nie haben schlafen sehen. Und das irgendwie auch mit seiner Persönlichkeit funktionieren würde, wenn wir uns an die Worte erinnern von Marco, dass er eben auch jemand sehr Spezielles ist mit einem sehr speziellen Körper. Und er war ja auch der Arzt, von daher glaube ich auch, dass Marco das am besten feststellen könnte. Und das war sehr wahrscheinlich auch ein Hinweis darauf. In erster Instanz war es auf jeden Fall ein relativ prägsames und interessantes Ereignis, weil man konnte damals schon irgendwie einen erkennbaren Grund finden, warum da so eine Konkurrenz oder irgendeine Form von Rivalität entsteht. Und meiner Meinung nach kann man das Ganze ein bisschen weiter stricken, wenn wir jetzt auf Buggy eingehen wollen zum Beispiel, dass Buggy damals schon erkannt hat, dass Blackbeard in irgendeiner Form ein Monster ist. Und wie gesagt, das war halt so das anfängliche Szenario. In nächster Instanz können wir dann auf jeden Fall die Kämpfe zwischen Mihawk und Shanks betrachten. Wir haben jetzt erfahren, damals schon in der ersten Folge, also Stand East Blue, hatte er ein Kopfgeld von 1.004.000.000 Berry. Also ein unglaubliches Kopfgeld für einen Wookie. Wir haben damals schon gesehen, Ace galt als einer der hervorragendsten Wookies überhaupt und war natürlich auch relativ jung, hat sich relativ gut entwickelt, aber hatte nur ein entsprechendes Kopfgeld von, was heißt nur in Anführungsstrichen natürlich, von 550 Millionen Berry, was natürlich auch sehr hoch ist, muss man natürlich dazu sagen. Andererseits aber, Shanks Kopfgeld lag bei über 1 Milliarde Berry. Ich meine, ich weiß noch damals, es gab Dutzende von Theorien und Möglichkeiten, wo man die ganze Zeit darauf anspielen wollte, okay, wahrscheinlich hat ein Whitebeard ein Kopfgeld von knapp 1 Milliarde, Shanks so bei 800 Millionen, Mihawk auch so bei 700 Millionen. Es gibt sogar noch einige Wanted-Plakate, also vermeintliche Wanted-Plakate aus dieser Zeit, wo man da wirklich Theorien dazu gemacht hat. Natürlich wurde mir halt dann gänzlich in jeglicher Form widerlegt, als dann das erste Mal Shanks aufgetaucht ist und wir gesehen haben, okay, das ist eine Machtdemonstration. Da kommt ein Typ mit 1 Milliarde Kopfgeld. Dann kam Katakuri hinzu und dann war es sowieso klar, dass man die völlig neu ansetzen muss. Und natürlich hat man dann so eine gewisse bessere Idee bekommen, dass 1 Milliarde auf jeden Fall keine krasse Summe ist, sondern eher eine Möglichkeit ist. Und wenn man die neue Welt betrachtet, dann ist es auf jeden Fall eine potenzielle, sehr gute Möglichkeit. Shanks hingegen hat sich aber mehr oder weniger gerade erst seinen Namen gemacht. Und man muss aber auch dazu sagen, das spricht halt in jeglicher Form für Mihawk. Wir haben uns immer gefragt, gut, bei den Kämpfen damals, wie stark war Shanks wirklich? Kann man das vergleichen? War Shanks überhaupt mächtig genug, um jetzt zu sagen, dass Mihawk in irgendeiner Form mit Kaiser mithalten kann? Die Antwort ist ja. Ich meine, wenn er damals ein Kopfgeld für 1 Milliarde gehabt hat und Mihawk als direkter Konkurrent fungiert hat. Wir haben jetzt zum Beispiel in neuester Instanz auch gesehen, Mihawk hat wohl eine zeichnende Narbe bekommen. Wenn man das zum Beispiel dieses Kursbild nochmal im Hintergrund betrachtet, sieht man hier diese relativ prägsame Narbe, die er so im Brustbereich hat. Und natürlich haben wir auch vielleicht die Erkenntnis, dass Mihawk schon vorhin einen Narben hatte, weil die ganze Thematik mit Zoro hat ein bisschen darauf hingedeutet, nach dem Motto, okay, ein Schwertkämpfer sollte niemals Narben am Rücken haben, was natürlich im Prinzip halt eine Bestätigung dafür ist, dass du halt gänzlich verloren hast und dass du halt dem Gegner den Rücken zugewandt hast, ist natürlich auch irgendwo ein Bekenntnis. Deswegen ist es klar, es kann sein, Mihawk hat vielleicht sogar Narben am Rücken, vielleicht aber auch gar keine, jetzt hat er irgendwie eine bekommen. Aber man muss halt sagen, es war auf jeden Fall nichts Offensichtliches zu sehen. Und bei den ganzen Kämpfen mit Shanks ist wohl dann nicht so krass prägsames entstanden. Das heißt auf jeden Fall, die Kämpfe waren auf Augenhöhe. Und das heißt wirklich, Mihawk ist jemand, der auf Kaiser-Level kämpft. Ich meine, er hat sich ja genauso weiterentwickelt und sein Werdegang hat genauso stattgefunden. Hinzu kommt natürlich die Tatsache, dass wir jetzt auch rausgefunden haben, wie sein Haki funktioniert. Vielleicht willst du mal einiges dazu sagen. Wir haben auf jeden Fall erfahren, dass er scheinbar den Atem des Gegners kontrollieren kann, was natürlich hierbei auch auf das grundlegende Königshaki bezogen werden kann. Ja, wenn ich genau wissen, wie das funktioniert, warum er kollabiert, wäre eine Möglichkeit. Allerdings hat er diese Fähigkeit perfektioniert, was schon mal sehr unglaublich ist. Des Weiteren scheint er aber auch eine Veranlagung für das Observationshaki zu haben, da er ja auch als Observationshaki-Mörder bekannt wurde und sogar das Observationshaki boosten kann. Beispielsweise Ruffys Future Sight kann er so stark verstärken, dass er noch weiter in die Zukunft schauen kann. Er selbst hat natürlich auch ein sehr, sehr ausgeprägtes Future Sight. Heißt, er kann wahrscheinlich sogar mehrere Sekunden in die Zukunft schauen, was sowieso schon absolut krank ist. Da selbst Kaido als Kaiser wie Shin das ähnliche Level wie Ruffy hatte, was Haki betrifft. Und Rüstungshaki selbst haben wir bei ihm natürlich noch nicht ganz gesehen. Allerdings wissen wir, dass Shanks hier gegen Mihawk gekämpft hat, der ein Black Sword hat. Und auch sein Vize kann hierbei, in dem Fall Ben Beckmann, Kugeln mit bloßer Hand abwehren und diese auch lenken.
was uns auch nochmal gezeigt hat, wie stark diese Crew im Allgemeinen ist und wie stark Shanks als Kapitän auch dazu ist. Das stimmt natürlich. Und irgendwann in dieser Zeitspanne, als auch die Kämpfe in Bioshock stattgefunden haben, ist natürlich auch Uta irgendwie auf die Bildfläche gekommen. Wir haben jetzt einiges erfahren. Es waren wohl teilweise, naja, widersprüchliche Informationen. Einerseits heißt es wohl, dass man den Namen Fearland auf Uta zurückführen kann und Uta wohl mehr oder weniger als Adoptivtochter fungiert sozusagen, also nicht als leibliche Tochter, was immer noch schwierig ist. Es kann auch alles in jeglicher Form nochmal widerlegt werden, deswegen schwierig, da irgendwie jetzt einen gemeinsamen Nenner zu finden. So oder so hieß es aber, dass Shanks Name in irgendeiner Form thematisiert wurde oder bekannt geworden ist. Und natürlich hängt damit jetzt auch zusammen, dass man das jetzt als kanonisch mehr oder weniger einordnen kann. Ich muss dazu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Uta in irgendeiner Form nochmal relevant wird. Dass wenn man den Film jetzt irgendwie als Arc betrachten würde, wäre das, glaube ich, etwas, was man innerhalb dieses Arcs noch abhandeln würde. Das heißt natürlich auch, dieser Werdegang hat natürlich dazu geführt, dass man irgendwie eine Tochter bekommen hat, was vielleicht sogar eine zentrale Rolle gespielt hat für eine gewisse Zeit, aber was im Nachhinein auch wieder irrelevant wurde. Zumindest halt bis halt dann die späteren Ereignisse kommen, da gehen wir auf jeden Fall später noch drauf ein. Jetzt geht es halt wirklich nur um die Zeitspanne, wo man halt dann im Prinzip davon ausgeht, dass halt irgendwann dann die erste Folge kam und somit muss man natürlich hier auch die ganzen Kämpfe mit Mihawk betrachten. Ein anderer Kampf, der ja auch unglaublich interessant ist, der natürlich auch Shanks eine zeichnende Narbe zugeführt hat, war natürlich der Kampf mit Blackbeard. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie vorhin angesprochen, Buggy hat ja schon die Erkenntnis gewonnen, mit Blackbeard stimmt irgendwas nicht, dass Buggy hier tatsächlich mit zugegen war. Und somit heißt es natürlich auch, wahrscheinlich hat Shanks dadurch seine ein bisschen kindlichere Art verloren. Wir haben ja auch gesehen, er war mutig, er war kindlich, irgendwie auch aufgeschlossen. Es ging halt wirklich in die Richtung von Watcher. Aber irgendwie hat er auch eine gewisse Ernsthaftigkeit bekommen, die man immer wieder in den neuesten Chaptern sieht. Und generell hat man auch gesehen, wie er halt seine Machtdemonstration an den Tag legt. Das war halt schon echt krass gegen Queen Bull. Und deswegen ist natürlich klar, bei Blackbeard zum Beispiel muss irgendwas vorgefallen sein. Vielleicht hat das im Prinzip bei Buggy die Angst ausgelöst, weil er war ja auch ein relativ mutiger Junge, die dazu geführt hat, dass er sich dann in die Eastboro verzogen hat und bei Shanks halt mehr oder weniger, dass er halt erwachsen wurde. Ich denke auch, dass Buggy da eventuell sogar dabei war, da wir ja auch einen Grund bräuchten, warum er auch im Eastboro ist, weil wir wissen ja, dass Buggy eigentlich viel mehr haben will und das muss ja irgendwie begründet werden, warum er überhaupt im Eastboro ist. Und bei Blackbeard hatten wir ja schon mal die Idee, dass es vielleicht sogar die Frucht war, die ihn dazu animiert hat, ihn anzugreifen, dass er ja eben erstens gut selbst eine besondere Frucht ist. Wenn Blackbeard dies weiß, ist da schon Grund genug dafür. Da hat er quasi Ruffys jetzige Frucht verteidigt. Aber sie ähnelt ja auch der Finsternisfrucht, selbe Farbe, ähnliche Muster. Wenn er sich nicht genau gesehen hat, wäre das allein schon eine Möglichkeit, warum er ihn angegriffen hat. Und natürlich hätte Buggy gegen die Klingenwaffe einen Vorteil. Kann der Grund sein, warum er noch keine bleibende Narbe bekommen hat. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass Buggy dann so verängstigt wurde, dass er danach wirklich in den East Blue verschwunden ist. Shanks eben diese Narbe bekam. Und das muss ja eigentlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt gewesen sein wie der Raub der Gum-Gum-Frucht, weil er hatte ja damals schon die Narbe. Und ich denke, dass es zu einer ähnlichen Zeit gewesen sein muss. Das denke ich auch auf jeden Fall, weil so oder so muss man ja die Ereignisse auch zusammenführen können. Und gerade dieses maßgebliche und monumentale Ereignis, was auch ein bisschen zu Shanks Werdegang geführt hat, muss man ja in dieser Form auch einordnen können. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendwie Blackbeard auf der Suche nach der Gum-Gum-Frucht war tatsächlich, dennoch ist es natürlich irgendwie schicksalsträchtige Ereignisse, die gerade mehr oder weniger parallel stattfinden. Und genau diese Tatsache eben, dass man das so ein bisschen verbinden kann, finde ich hier auch interessant, weil es gibt schon interessante Theorien dazu auf jeden Fall, dass man vielleicht sogar vom Teufelsfruchtbaum ausgehen kann und es sich hierbei um irgendwie Zwillingsfrüchte handelt oder halt zumindest, dass sie am selben Ast gewachsen sind. Ist natürlich alles ein bisschen schwierig, aber es ist natürlich irgendwie auch interessant, wenn man mehr oder weniger halt den Hauptindikator betrachtet, dass halt Anziehung und eben Leute unter sich zu vereinen so ein bisschen als, naja, Kraft gilt, die halt Buffy auch nochmal ausstrahlt, Buggy auch unter anderem dazu gesagt, und Blackbeard halt nun mal Sachen anziehen kann und abstoßen kann, halt primär angelehnt an ein schwarzes Loch. Aber gut, so oder so kommen wir wieder zurück zu Shanks. Wie gesagt, das waren wirklich die prägsamsten Sachen, die so damals stattgefunden haben, und gerade in der Zeit haben wir jetzt eben durch neueste Erkenntnisse erfahren, wie mächtig Shanks wohl war, einfach nur anhand natürlich seines Kopfgelds betrachtet. Des Weiteren hatten wir jetzt nicht wirklich so viele interessante Sachen, die wir jetzt hier abhandeln können, wo wir sagen, okay, das muss jetzt irgendwie noch gut thematisiert werden. Für mich das erste richtig relevante Ereignis war natürlich dann im Prinzip das Treffen mit den Gorosei. Ich hatte ja schon ein Dutzend Videos mal abgehandelt, was auf Marineford geschehen ist und warum er später kam und natürlich auch was mit Kaido war. Eben, dass es halt wirklich keinen Kampf gab, hat man ja schon gesehen, dass das Schiff in keiner Weise beschädigt war und auch, dass nichts auf einen Kampf hingedeutet hat. Hat ihn halt einfach beschwichtigt mit der Joyboy-Thematik. King war ja auch dabei, der natürlich auch darüber Bescheid weiß, war ja kein Zufall. Aber gut, so oder so,
das Treffen mit den Gorosei war für mich das nächste relevante Ereignis. Und natürlich bedingt euch neueste Erkenntnisse, können wir hier einiges dazu sagen. Und ich würde mal sagen, halte dich nicht zurück, führe das Ganze mal schön aus, Costa. Also wir haben bereits erfahren, in Road to Laughtale, dass Shanks auf jeden Fall das Gleichgewicht der Welt behalten will. Heißt, es ist eigentlich sein primäres Ziel aktuell. Natürlich haben wir auch erfahren, dass er das One Piece jagt, aber das Gleichgewicht der Welt zu erhalten ist sein primäres Ziel. Bei den Gorosei hat er auch über einen gewissen Piraten gesprochen, dessen Namen wir bisher noch nicht wissen. Allerdings wurde in ähnlicher Zeit, um genau zu sein, ein Kapitel später, wenn ich mich nicht täusche, auch im Sommer gezeigt, der in dem Fall auch zerrissene Steckbriefe hatte, unter anderem Ruffy, Blackbeard, auch Vivi und Shirahoshi, wobei Vivi anscheinend das einzige Steckbrief war, was in dem Fall nicht zerrissen war. Von daher hat man hier einige Theorien, über wen er geredet haben könnte. Genauso interessant ist, dass die Gorosei beim nächsten Mal, wo sie gezeigt wurden, über die Gum-Gum-Frucht geredet haben, die nicht die Gum-Gum-Frucht, sondern die Nika-Frucht ist. Stellt sich die Frage, hat sich ihnen das hier bestätigt? Eigentlich kann man davon nicht ausgehen. Nur wäre hier die Frage, sie wissen doch, dass Shanks die Frucht gestohlen hat. Gehen sie jetzt davon aus, dass Shanks einen größeren Plan verfolgt? Wollen sie vielleicht sogar auch, dass die ganze Prophezeiung erfüllt wird? Natürlich wissen wir auch nicht gänzlich, ob sie wirklich im Sommer loyal sind. Kann auch sein, dass Shanks hier mit ihnen was aussägt. Allerdings kann man hierbei auch Blackbeard und Buggy natürlich nicht vergessen, da wir erstens Buggy haben, der aktuell sehr gefährlich wurde und der zum Kaiser wurde, ungefähr ja nach diesem Gespräch. Und natürlich haben wir auch Blackbeard, der seit Marineford bereits eine riesen Bedrohung ist. Ich persönlich gehe tatsächlich davon aus, dass er über Buggy geredet hat, weil ich es einfach am interessantesten finden würde, auch in Verbindung mit dem God Valley-Vorfall. Und natürlich wissen sie auch nicht, dass Shanks und Buggy nicht auf Laughtale waren, was auch noch ein interessantes Thema ist, was wir noch erwähnen hätten können. Und ich glaube, dass er allgemein die Gorosei noch an der Leine hat mit vielen Informationen, die sie halt nicht haben, die sie ihm wahrscheinlich zuschreiben. Und das fände ich schon ziemlich interessant. Was denkst du denn, was er ihnen erzählt hat? Und was glaubst du, was die Gorosei überhaupt über ihn wissen, dass sie ihm erlauben, halt dort mit ihm zu reden? Natürlich, er ist ein Tenryobito, aber ich denke, eine gewisse Gefahr muss ja von ihm ausgehen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, muss ich sagen. Ist er ein Tenryobito? Ist er keiner? Genau wissen wir das wirklich noch nicht, aber zumindest hat man ihm gewährt, dass man ihn empfängt und das zu Zeiten der Reverie. Das heißt, während sich alle 4 Jahre mal so viele Mitgliedstaaten der Weltregierung vereinen und versammeln und dieses monumentale Ereignis einfach stattfindet, empfängt man einen Kaiser, einen hochrangigen Piraten, einen sehr gefährlichen Piraten, ist natürlich in jeglicher Form unglaublich komisch, muss man sagen. Eigentlich gibt es keine rationale Erklärung. Bedenkt man vor allem neueste Ereignisse. Wir haben gesehen, selbst jemand, der von den Tenryobito abstammt und als König gelebt hat, kann sterben. Und bitte, wenn mir jetzt einer in die Kommentare schreibt, aber Sapo hat die doch getötet, lösch dich bitte und guck mal bei Kozuki-Clan vorbei, da könnte jetzt der Content auf jeden Fall mehr zu sagen. Aber gut, wie dem auch sei, wir müssen ja sagen, wenn man bei diesem Ereignis empfangen wird und selbst nach keine so mehr oder weniger respektlos behandelt wird und auch so ein bisschen abgespeist ist nach dem Motto, ja, kümmere dich mal um deine Belange, ist es natürlich interessant, dass man gerade bei einem Shanks so etwas tut. Die Tatsache allein, dass er vielleicht ein Tenryobito ist, wie eben mit Copa gerade erwähnt, reicht für mich da irgendwie nicht aus. Selbst wenn er ein Tenryobito sein sollte, naja, er hat sich ja für den Piratenwerdegang entschieden. Das heißt natürlich, klar, Tenryobito können irgendwo machen, was sie wollen, dennoch, wenn du dich ja gegen dieses Leben entscheidest, hat man ja auch zum Beispiel bei der Familie von Doflamingo gesehen, dass man dann auch den Status verliert. Das heißt natürlich, wenn du dich nicht wirklich dem zuwendest oder wenn du dann nicht wirklich mitspielst, dann kann man mehr oder weniger auch nicht auf diese Privilegien zurückgreifen und sagen, dass man in jeglicher Form geschützt ist. Somit ist natürlich ganz interessant, dass man hier trotzdem aber Shanks empfängt, wie gesagt. Und noch weiter kann man sagen, der Kaiserstatus allein reicht hier auch nicht aus. Gut, er ist ein hochrangiger Pirat, gut, er ist gefährlich, gut, er kann mal kurz den Krieg beenden. Aber all das ist so ein bisschen, naja, zu hoch gestapelt, ein bisschen zu stark pauschalisiert. Natürlich hat er den Krieg beendet, natürlich ist er mächtig, aber ihn zu empfangen ist nun mal eine ganz andere Sache. Er muss ja erstmal so weit vordringen. Das heißt, man hat entweder mit ihm gerechnet, man wollte ihn empfangen, oder er hat irgendwie die Möglichkeit, dass man ihn halt so weit durchlässt. Man könnte jetzt auch irgendwie die Theorie so ein bisschen spinnen, nach dem Motto, er hat jetzt ihn und alles beeinflusst und einfach seine Macht hat ausgereicht, um halt mehr oder weniger halt so weit vorzudringen. Das glaube ich aber natürlich nicht. Und wie gesagt, es gab ja auch ein Gespräch und er kam ja auch mit der Thematik. Er wollte unbedingt über einen Piraten reden, über einen spezifischen Piraten. Und wie du schon gesagt hast, hierbei kommen für mich nur Buggy, Blackbeard und Buffy in Frage. Buffy schließe ich in gewisserlei Hinsicht aus, weil das zeitlich für mich nicht ganz so passt. Alles, was mit Buffy geschehen ist, ist erst im Nachhinein passiert. Und warum hätte man das im Vorhinein schon thematisieren sollen?
wenn es da zum Beispiel irgendwelche Informationen gab, wenn man vielleicht deswegen dachte, okay, man muss sich jetzt irgendwie Nika zu wenden, da macht es ja keinen Sinn. Die einzige Möglichkeit hierbei wäre natürlich, dass man sagt, Shanks wusste, was die Prophezeiung ist und man wusste auch, dass man sie nicht verhindern kann, aber er wusste auch im Gegenzug dazu, dass wenn man versucht zu intervenieren, dass man dann die Prophezeiung erst recht auslöst. Das heißt, er könnte im Prinzip die Weltregierung angeleitet haben, zu sagen, dass sie dann eben davor gehen wollen, die CP0 hinschicken und all das dafür sorgt, dass man halt dann sozusagen den Prozess auslöst. Das hat sozusagen gefehlt hat, weil sonst war wahrscheinlich einfach auf Kaido losgegangen wäre und irgendwann hätte er keine Energie mehr gehabt und Kaido hätte ihn getötet. Vielleicht musste dieser Prozess einfach in der Form ausgelöst worden sein. Eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit natürlich, wenn man hier Waffi aufschließt, was ich auch mehr oder weniger tue, ist, dass es Blackbeard ist. Blackbeard finde ich aber auch schwierig. Gerade bei Blackbeard weiß man ja schon, dass er gefährlich ist. Es ist ja kein Geheimnis. Es gibt ja nichts jetzt, was die Gorosei oder die Weltregierung jetzt irgendwie überraschen würde. Er hat eine unglaubliche Frucht, er ist in der Lage, zwei oder sogar mehr Teufelsfrüchte zu sich zu nehmen. Er trägt vielleicht den Willen von Voxie Zabek in sich, viele weitere Aspekte, aber so oder so, man kennt Blackbeard. Das ist jetzt niemand, der sich zurückhält. Buggy hingegen ist hier die potenziell beste Möglichkeit. Scheint natürlich komisch zu sein, wenn man jetzt denkt, Shanks, der ja auch mit Buggy befreundet ist, würde ihn in irgendeiner Form verraten. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich eher, dass Shanks oder in irgendeiner Form halt eine Art von Aufklärung präsentiert hat, damit die Leute verstehen, wer Buggy ist. Damit will ich eigentlich nur sagen, dass man dadurch bedingt halt im Prinzip halt den Kaiserstatus überhaupt erst erwogen hat. Das heißt, wenn Shanks halt irgendwie die richtige Form genutzt hat und sie auf die richtige Art aufgeklärt hat, kann es dazu geführt haben, dass sie dann irgendwann Bescheid wussten, okay, so mächtig ist Buggy, das ist er. Und ich meine, die Tatsache, dass er Kaiser geworden ist, schützt ihn jetzt sogar. Somit ist er kein einfacher Pirat mehr, keiner der sieben Samurai mehr. Und man muss dazu sagen, während ja die sieben Samurai gerade abgeschafft worden sind, wusste vielleicht Shanks darüber schon Bescheid und konnte dann dafür sorgen, dass Buggy eben nicht mehr in der Gefahrenposition ist. Das heißt, er hat im Prinzip dadurch verhindert, dass Buggy einer der sieben Samurai ist und vielleicht durch den Buster Call überwunden wurde. Was sagst du denn zu dieser Theorie? Ich halte es eigentlich für sehr, sehr wahrscheinlich, da er, wie gesagt, Buggy wahrscheinlich auch braucht für die Zukunft. Wie gesagt, sollte es wirklich so sein, dass Roger die Zukunft gesehen hat und es deshalb der Grund war, dass sie nicht da waren und sie eine wichtige Rolle spielen, da weiß er höchstwahrscheinlich auch darüber Bescheid, dass er und Buggy sowieso noch eine wichtige Figur sind im letzten Krieg. Aber außerdem ist Buggy sowieso sein Freund und er kennt Buggy Stärken. Er weiß, dass Buggy Dutzende um sich schart, darunter auch starke Leute und durch Zufälle natürlich auch aktuell höchstwahrscheinlich Leute wie Crocodile und Mihawk. Natürlich kann man ja auch davon ausgehen, dass er vielleicht sogar Mihawk hingeschickt hat. Ich fände es aber viel lustiger, wenn es wirklich ein Zufall wäre und wenn es dann Shanks in die Wege geleitet hat und das Schicksal ihm sogar noch in die Karten gespielt hat mit Mihawk, wäre das für mich eigentlich ziemlich perfekt. Achso, dass er bei Wano aufgetaucht ist, okay. Interessanterweise ist ja Shanks noch vor kurzem auf Wano Kuni, erschienen, kann man hier fast schon nicht sagen, da er ja nur vorbeigesegelt ist. Allerdings hat er damit auch Green Bull verscheucht. Nur ist das Interessante hierbei, warum war er da? War er wirklich nur da, damit Green Bull wegsegelt? Und warum will er jetzt das One Piece jagen? Er hat ja zu Ben Beckmann, den er Beck nennt, sehr lustig, gesagt, wir wollen jetzt mitspielen, es ist Zeit, dass wir das One Piece holen. Und jetzt stellt sich uns hier eine Frage, ist das sein Ernst oder ist es nicht sein Ernst? Ich denke, es ist nicht sein Ernst. Allerdings zeigt das schon, dass er Ruffy einerseits helfen will, da er einen Admiral verscheucht. Andererseits will er Ruffy anscheinend auf die Probe stellen. Nur finde ich das ein bisschen widersprüchlich, da ich eigentlich den Kampf schon gern gesehen hätte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sich lieber selbst Ruffy zuwenden will. Natürlich ist es dann ein bisschen schwieriger, wenn man den Film jetzt ein wenig kanonisch betrachtet. Allerdings spielt er auch kurz danach, deshalb wird das auch funktionieren, wenn man die beiden quasi zu einer ähnlichen Zeit an einem ähnlichen Ort gesehen hat, da man sie auch zusammenführt im Film. Ich denke, dass Shanks hier ganz bewusst auf Ruffy wartet und ich denke, dass auch Buggy, Mihawk und Crocodile hierbei mit ihm zusammenhängen und dass die ganze Crossgate mit Shanks gemeinsam als Organisation auftauchen wird. Natürlich wäre es hierbei ein Bündnis zweier Kaiser, die sich dann verbünden. In dem Fall auch die beiden Kinder, die damals auf der Insel waren. Der ehemalige Tenryobito, der Sohn von Zabek nach der Theorie. Selbst wenn nicht, kann man davon ausgehen, dass er jemand Wichtiges ist und dass die beiden sich gegen Ruffy stellen und dass Ruffy Sieg über die beiden, glaube ich, das sein wird, was ihm diesen nächsten Step gibt, dass er sich quasi schon direkt auf die Position des Piratenkönigs katapultiert und dann quasi das Letzte, was noch fehlt, in dem Fall Blackbeard ist, dem er sich als Letztes stellen muss. Natürlich kann es auch sein, dass es einen Kampf geben wird, der durch Blackbeard unterbrochen wird oder sie gemeinsam gegen Blackbeard kämpfen. Allerdings bräuchte dann Blackbeard noch Verbündete. Nichtsdestotrotz, ich gehe davon aus, dass die beiden sich auf jeden Fall bald sehen werden.
und jetzt sogar zu einem Schlagabtausch kommen wird und das wahrscheinlich sogar die letzte Prüfung sein wird. Gerade wenn man das Haki von Shanks betrachtet, wie stark es ist, ist es, glaube ich, jetzt auch ein sehr wichtiger Haki-Akt für Ruffy. Nachdem er jetzt Nika-Frucht erweckt hat, wird er, glaube ich, jetzt noch mehr Fokus auf Haki legen müssen, da wir jetzt gesehen haben, dass es so viele Fähigkeiten gibt, die Ruffy noch nicht hat. Allein was das Königshaki betrifft, kann man davon ausgehen, dass es Advanced Conqueror Haki nur der erste Step war und Shanks ihm jetzt den Rest quasi indirekt beibringt. Und man wird nur stärker, wenn man kämpft, das weiß auch Shanks. Und deshalb muss Ruffy jetzt auch um das One Piece kämpfen und bekommt die Informationen nicht geschenkt, wie er bereits auch Rayleigh erzählt hat. Er will nicht den einfachen Weg und er wollte Shanks übertreffen, das heißt, er muss es ihm auch zeigen. Natürlich müssen sie sich jetzt nicht unbedingt verletzen, aber dennoch muss er ihn auf irgendeine Form auf die Probe stellen. Und sei es im direkten Kampf gegen Blackbeard, auch wenn ich persönlich den direkten Kampf gegen Shanks bevorzugen würde. Was denkst du, wie wird die nächste Konfrontation aussehen und auf welchen Seiten werden sie jeweils stehen? Also erstmal kommen wir nochmal zurück zu Wano Kuni. Weil grundlegend muss man ja sagen, das war ja ein relativ interessantes Ereignis. Er ist mehr oder weniger wirklich nur kurz vorbeigekommen und im Prinzip diente es mehr oder weniger nur dem Zweck, kurz mal Queen Bull zu erschrecken und im Prinzip zu sagen, ey, ja gut, die Admiräle seid schon cool, aber hey, ich bin übrigens Shanks. Also, damit ihr Bescheid wisst. Es war natürlich auch relativ passend, dass er gerade zu dem Zeitpunkt da war. Ich hatte mal ein ausführliches Video darüber gemacht, wo ich auch erklärt habe eben, dass es natürlich mehr oder weniger darum ging, dass Kaido halt immer in Wano Kuni präsent war. Natürlich war seine Herrschaft grauenhaft und es wurde natürlich auch in der Universe gesagt, aber es konnte halt niemand angreifen. Wir wissen, Whitebeard hat es nicht mal versucht, obwohl eins seiner Crewmitglieder gestorben ist, den er als Bruder betrachtet hat. Und ja, nicht als Sohn, er hat ihn ja als Bruder betrachtet, auch wegen der relativ gleichrangigen Stärke und dem Aspekt, dass er auch mehr oder weniger als Anführer fungiert. Deswegen war er natürlich ein Bruder für ihn. Und das hat auch nicht dazu geführt, dass Whitebeard in irgendeiner Form sich den Belangen von Wano Kuni zugewandt hat. Eigentlich ein relativ blöder Move, muss man sagen, weil er sie auch im Stich gelassen hat. Aber gut, es war natürlich auch kalkuliert, weil ganz ehrlich, bei dem Angriff, wir haben Whitebeards Kraft gesehen, wir haben Kaidos Kraft gesehen, wäre wahrscheinlich Wano Kuni zerstört worden. Das hätte keinen Sinn gemacht. So oder so wären Dutzende gestorben und es wäre wahrscheinlich schlimmer gewesen, weil am Ende vielleicht Wano Kuni zerstört worden wäre. Aber gut, Shanks kam natürlich jetzt. Man kann natürlich jetzt wieder die Theorie aufstellen, dass er alles so ein bisschen so gelenkt hat, dass Kaido irgendwann besiegt wurde und natürlich, dass es von jemandem passiert, den man nicht ernst nimmt. Weil wie bereits erwähnt, wenn ein Whitebeard angreift, dann löst es einen Krieg aus. Wenn ein Shanks angreift, wenn die Marine angreift, es löst immer einen Krieg aus, der wahrscheinlich zu 90% Wano Kuni zerstört. Wenn dabei ein Ruffy und ein Kid und ein Law auf der Insel auftauchen, dann interessiert das Kaido in erster Instanz gar nicht. Dann ist das für ihn mehr oder weniger irrelevant, weil es sind halt im Prinzip nur winzig kleine Fische im großen Teich. Also kleine Kois kann man sagen. Dementsprechend kann man die sozusagen sogar reinlassen und es hat keine große Bedeutung. Zumindest ging Kaido genau davon aus. Das heißt, man hat halt die perfekte Situation, das perfekte Szenario erschaffen, um Kaido zu besiegen, um ihn von seinem Thron zu stürzen, ohne dass man ihn direkt angreifen muss, was natürlich die beste Möglichkeit bei der Gelegenheit war. Und somit macht es natürlich auch Sinn. Kann von Shanks geplant worden sein, muss es aber nicht. So oder so kam aber Shanks dann, wie gesagt, genau danach. Und als er kam, ist er wirklich nur kurz vorbeigekommen. Die naheliegendste Vermutung, die beste Theorie, die ich jetzt habe, ist auf jeden Fall, er hört ganz einfach die Stimme des Universums. Es ist, wie gesagt, eine einfache Erklärung und dennoch macht es einfach Sinn. Er kam, hat sozusagen kurz das Poneglyph vernommen und konnte wieder gehen. Das hat natürlich auch ausgereicht. Ich meine ganz ehrlich, warum sollte er sonst denn gerade zu dem Zeitpunkt kurz bei Wano Kuni vorbeischauen, eine Woche nachdem der ganze Spaß vorbei war? Klar kann man sagen, dass es uns Oda irgendwie so hinstellt nach dem Motto, okay, um Queen Bull da so ein bisschen einzuführen und dann trotzdem wieder mal Shanks zu zeigen und dann noch natürlich auch wegen Filmwett, all das stimmt. Aber gerade jetzt passt natürlich am besten, dass er somit einfach die Information des Poneglyphen bekommen hat und das reicht natürlich aus, sonst kann er wieder wegsegeln. Und für die Öffentlichkeit war es einfach, cool, Shanks ist kurz aufgetaucht und hat Queen Bull verscheucht. Passt doch. Was sagst du denn dazu? Ich stell's mir eigentlich ziemlich ähnlich vor, die Idee mit dem Poneglyph gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Dafür hätte er auch einfach jemanden losschicken können, wie Lucky Luke, der sehr schnell ist. Das ist eigentlich kein Problem. Kann sogar sein, dass er bereits vorher auf der Insel war. Wir wissen nicht ganz genau, wie das zeitlich war, da wir ja auch diesen einen Wochen Timeskip hatten. Aber auf jeden Fall war er in der Nähe. Nur Ruffy hat er halt nicht gesehen. Ich denke, das will er erstmal auch nicht. Aber ich denke mal, er wusste auch, wie ein Green Bull in dem Fall reagiert. Green Bull ist in dem Fall natürlich hierbei auch nicht zu unterschätzen, muss man sagen. Admiral und Kaiser sind nach wie vor relativ gleichwertig zu betrachten. Dennoch ist es hier ein Kaiser zu viel, denn Ruffy ist bereits ein Kaiser und Kid und Law sind ebenfalls vergleichbar stark mit diesem, auch vom Kopfgeld her gleichgestellt. Heißt, Green Bulls Entscheidung war hierbei auch vorhersehbar für Shanks und das hat nicht unbedingt mit der Stärke zu tun, es ist einfach viel zu viel.
Und da sie jetzt auch mit um das One Piece kämpfen, brauchen sie natürlich alle Poneglyphe. Und Balalibe, egal wie Shanks vorher gehandelt hat, egal wie stark er war, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaido ihm einfach mal so sein Poneglyph gegeben hat. Besser gesagt, dass er einfach die Möglichkeit hatte, dahin zu kommen. Die einzige Möglichkeit wäre, dass es Whitebeard hatte. Allerdings kann ich mir es fast schon nicht vorstellen und glaube, dass es auf jeden Fall so ist, dass die Kaiser bis zum jetzigen Zeitpunkt alle nur ein einziges Poneglyph hatten und deshalb jetzt noch diese Zusammenführung von Big Mom und Kaido unter anderem sehr gefährlich war, da sie bereits zwei hätten dann. Und ich glaube, dass Shanks hierbei dann das erste Poneglyph bekommen hat und damit auch schon zwei hat. Wahrscheinlich hat er das von Zu auch noch. Davon kann man schon sehr stark ausgehen eigentlich, da er ja auch gute Verbindung mit diesem Land hat. Und somit wären er und Ruffy ja fast gleich vorangekommen. Nur hat Ruffy halt diesen kleinen Vorteil, dass er noch ein Poneglyph mehr hat. Natürlich kann man hier auch Whole Cake Island theoretisch ins Visier genommen haben. Gehe ich allerdings erstmal nicht von aus. Sehr interessant auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir natürlich zu deiner vorangegangenen Frage, was denn die nächste Konfrontation sein wird, auch natürlich im Zuge von Blackbeard. Erstmal muss man auf jeden Fall sagen, ganz klar, wenn man hier die neuen Kämpfe betrachtet, wissen wir inzwischen, Haki ist die stärkste Konstante. Wir haben Bilder gesehen, die unglaublich sind. Ich meine, allein wie es animiert wurde, was wir jetzt auch im Film sehen werden, es ist halt nun mal wirklich Haki, so oder so. Du kannst die beste und mächtigste Teufelswucht haben, aber mit Haki bist du halt einfach, naja, Man of the Day. Und somit ist natürlich auch klar, Buffy muss seine Fähigkeiten noch bei weitem verbessern. Also es mit Kaido ging ja gerade mal so. Das war ja nicht gerade seine extreme Haki-Fähigkeit, sondern mehr oder weniger das G5-Erwachen, was dann dafür gesorgt hat, dass er halt Kaido überwinden konnte. Rein mit seinen regulären Fähigkeiten wäre das gerade mal das erste Szenario gewesen, was auf jeden Fall keine gute Rolle gespielt hätte und es sähe dann am Ende auch nicht so gut aus für ihn. So oder so muss es aber, wie gesagt, jetzt auch das nächste Treffen geben. Und ich glaube nicht, dass es zwischen Shanks und Buffy stattfinden wird. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es Oda so inszeniert, dass sie sich nie wiedersehen werden. Ist für mich irgendwie auch die coolste Möglichkeit. Ich weiß, viele werden jetzt aufschreien und sagen, ah nein, die müssen sich doch sehen. Aber ganz ehrlich, es wäre doch viel, viel krasser, wenn Blackbeard Shanks besiegt. Hoffentlich nicht ausgehen, das wäre das Schlimmste überhaupt, aber wenn es auf jeden Fall ein Kampfszenario gibt und gut, man kann es ja so machen. Sie kämpfen gegeneinander, Blackbeard lässt Shanks da so halbtot liegen, merkt aber, dass er gerade am Sterben ist, zieht von dann, lacht ein bisschen, die ganze Crew ist entspannt, Lissa findet dann auch seinen Vater und alle liegen da so, gut, vielleicht überleben auch ein paar Leute, das ist natürlich auch irgendwie klar, weil es kann nicht alle auf einmal sterben und die ganze Crew auszulöschen wäre natürlich auch ein bisschen arg krass. Aber sagen wir auf jeden Fall, die Monumentalmitglieder liegen halt dann da, die Strohpiraten finden sie und dann kommen irgendwie die letzten Worte an Shanks, wo er ihm irgendwas ins Ohr flüstert, was dann wirklich im Prinzip alles verändert. Vielleicht sogar das Geheimnis von One Piece, vielleicht irgendwas unglaublich Monumentales. Auf jeden Fall hat man dann ein Szenario geschaffen, was für mich extrem prägsam wäre. Und somit muss Buffy seine Fähigkeiten aufbessern. Wenn er dann dadurch merkt, dass selbst ein Shanks mit seinen unglaublichen Kräften keine Chance gegen Blackbeard hat, wie soll man Blackbeard dann überhaupt besiegen? Weil ganz ehrlich, damals war Shanks schon extrem mächtig, hat mir vorher angesprochen, über 1 Milliarde Kopfgeld. Blackbeard hatte keine Teufelsbrust, sondern nur diese komische Kralle und war offensichtlich Shanks überlegen. Ich meine, Shanks hatte so viel Angst, dass er sich nicht mal getraut hat, direkt Blackbeard aufzusuchen. Er wollte einfach nur die Konfrontation vermeiden. Also ich muss jetzt unbedingt nicht die These anwenden, dass es Angst war, aber naja, zumindest hat er einen grundlegenden Respekt und er wusste auch, was passiert, wenn Blackbeard auf Ace trifft. Er wusste, Ace verliert. Und so oder so, selbst bei Marineford, Shanks hätte auch einfach kämpfen können, als kleine Machtdemonstration. Ich meine, das war schon irgendwo auch wieder so eine Drohung, ähnlich wie bei Queen Ball. Es gab aber keinen direkten Clash. Ich gehe schon davon aus, dass damals auf jeden Fall Shanks gewonnen hätte. Nur so oder so wäre das wieder ein immenser Kampf geworden. Und trotzdem muss man aber dazu sagen, im Vorhinein hat er bereits mal Blackbeard gewonnen. Blackbeard war einfach besonnen genug, vielleicht hat er auch einfach seine Crew betrachtet und gemerkt, okay, die sind noch relativ neu und haben keine Chance gegen die Roter Piraten. Könnte natürlich auch sein, weil 1 gegen 1, schwierig. Was sagst denn du dazu? Wie findest du meine These, was das jetzt zum Beispiel angeht? Also erstmal zur Sache mit dem Wiedersehen, muss man sagen, Film Red, Semikanon, aber Film Red ist hier mal außen vor gelassen. Ich finde es eigentlich eine coole Idee, nur weiß ich nicht, ob ich den Tod durch Blackbeard unbedingt sehen würde. Einfach, weil die Theorie halt so populär ist und es einerseits halt vorhersehbar wäre. Natürlich wird es Oda nicht unbedingt so schreiben, aber ich finde, wenn er so schreibt, dann muss er sich schon da einiges einfallen lassen, dass man nicht immer sagen kann, ja, Theorie bestätigt, weil ich glaube, jeder hat diese Theorie. Da müsste man das ein bisschen unerwarteter machen. Im besten Fall lässt man es wirklich so aussehen, dass Shanks
und Ruffy sich treffen wollen, vielleicht sogar. Vielleicht provoziert man sogar diese Begegnung. Und dann kommt es so, dass man diese Überraschung hat, dass Ruffy vielleicht ankommt. Vielleicht sogar Roadster dann der Treffpunkt sein wird. Und er nur noch Shanks vorfindet, der dann wirklich zerstört da liegt. Ich finde, für diese Überraschung muss man ihn fast schon offscreen fertig machen. Auch wenn ich es eigentlich lieben gerne sehen würde. Allerdings würde ich viele Kämpfe gerne sehen, die offscreen waren. Und bei Blackbeard muss man sagen, der Junge ist 40 Jahre alt. Sein Haki ist wahrscheinlich schon extrem stark, als er die Frucht gegessen hat. Bei Sabo wissen wir, er hatte jahrelanges Training, hat die Feuerfrucht bekommen. Boom, unglaublich starker Kämpfer mit einer Frucht durch das Haki bedingt, da die Frucht halt eher so ein sekundärer Faktor war. Und bei Blackbeard wissen wir, dass das im Alter von 40 Jahren war. Heißt, sein Haki muss schon Shanks relativ ebenbürtig sein. Er wird wahrscheinlich auch zumindest Rüstungs- und Observationshaki, meiner Meinung nach auch Königshaki haben. Ob er die Stimme des Universums hat, ist wieder eine andere Frage. Aber zumindest die Hauptbesonderheiten muss er haben. Allein weil er so ein spezieller Charakter ist, der mit dem Schicksal in Verbindung steht. Und das macht Blackbeard auch so stark. Er hat nicht nur Haki, sondern jetzt auch die beiden Früchte, die die stärksten sind, zum bestmöglichen Zeitpunkt, wo er so viel Erfahrung mit hatte. Und ich denke, die Früchte könnten trotzdem sein Verhängnis werden. Allerdings ist es immer wieder schwachsinnig zu hören, Blackbeard hat kein Haki, Blackbeard kann kein Haki haben. Weil, warum sollte er kein Haki haben? Was hat er bitte seine 30 Jahre als Pirat gemacht? Oder noch länger? Hat er die ganze Zeit ohne Haki gekämpft? Was ist mit seiner Krallenwaffe? Ich denke, diese ganzen Fragen werden doch beantwortet werden. Und ich denke, dass Blackbeard hier definitiv noch zeigen wird, dass er wahrscheinlich auch Haki-technisch sehr stark ist. Und natürlich wäre es interessant, wenn Ruffy sogar die Frucht verliert und er gänzlich mit Haki gewinnen muss. Aber selbst das Haki von Blackbeard kann man hier nicht unterschätzen. Weshalb ich mir ehrlich gesagt im Kampf nicht mal ganz vorstellen kann, wie Ruffy gewinnen soll. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass er stärkeres Haki bekommt. Blackbeard muss extrem starkes Haki haben. Die einzige Möglichkeit wäre für mich, dass er erstens nicht alleine kämpft, sondern vielleicht Hilfe von Corby bekommt. Und zweitens Blackbeard vielleicht sogar seine Frucht bekommt, die Nika-Frucht in dem Fall. Und die Frucht systematisch gegen Blackbeard arbeitet, sich widersetzt und Ruffy somit quasi mit ein wenig Plot-Armor und Unterstützung gewinnt, wie es eigentlich immer der Fall ist, weil wann gewinnt Ruffy denn groß im 1 gegen 1, wenn wir ehrlich sind? So stelle ich mir das Ganze zumindest vor. Und das Bild mit Shanks hast du in meinem Kopf gemalt, das ist wirklich ein erstklassiges Gemälde. Muss ich auch sagen. Ich würde sagen, potenziell gehen wir beide mehr oder weniger davon aus, dass es halt mit Shanks Tod endet, weil es gibt auch keine wirklich andere Möglichkeit. Es kann keinen All-Out-Kampf mit Ruffy geben. Es ist irgendwie auch im Piratenzeitalter. Es ist halt teilweise ein bisschen hart, ein bisschen grausam. Und gegen Ende muss Oda auch mal ein paar Leute töten. Und Shanks ist natürlich immer schon die potenziell beste Möglichkeit gewesen. Aber gut, ihr könnt es hier mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie kann es mit Shanks zu Ende gehen? Wie wird der Kampf mit Blackbeard aussehen? All das und vieles mehr ballert in die Kommentare auf jeden Fall zu Chanos. Ansonsten auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Wenn ihr es unterstützen wollt, dann immer kurz bei Makanko vorbeischauen auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid, zeitgleich ist jetzt auch ein Podcast bei Makanko erschienen. Deswegen guckt euch den auf jeden Fall genüsslich an, meine Prees. Ansonsten natürlich vielen Dank, dass du dabei warst. Und natürlich bleibt Passengers auf dem Schiff. Im Namen der Gerechtigkeit, in nomine justitia. Bis dato, bis zum nächsten Mal.